Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. 9 Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Ja, wir blicken auf unsere Wettercam nach Golz. Es sieht leider nicht so frühlingshaft aus. Es ist sehr bewölkt. Hier könnte es durchaus regnen. Aber was soll man machen? Das ist eben der April. Wiederum in Wien scheint hier sehr schön schon die Sonne. Es sieht herrlich aus. Klare Sicht. Ja, hier wird es auf jeden Fall etwas angenehmer sein. Das wird sich aber dann bald auch ändern. Schauen wir auf das Europawetter. Zwischen Island und dem Nordkap liegt weiterhin hoch Katharina. Leichter Hochdruckeinfluss herrscht dabei auch noch in den nördlichen Regionen Mitteleuropas. Hier kann sich die Sonne zeigen. Dunkle Wolken mit Regengüsse und Gewittern reichen derweil von den britischen Inseln über die Benelux-Länder. Schauen wir, wie es heute in Österreich aussieht. Sonne und Wolken wechseln sich heute ab. Mehr Sonne dabei im Osten. Von Vorarlberg bis Oberösterreich und nach Kärnten dagegen ein paar Regenschauer und einzelne Gewitter. Höchstwerte 10 bis 22. Grad. Ja, die 24-Stunden-Prognose für den Westen. Am Anfang sieht es noch ganz gut aus. Dann gegen Abend wird es regnerisch und bewölkt. Und auch für den Osten ist es am Abend eigentlich relativ schön. Hier sieht man auch tagsüber ganz gut die Wolken und Sonne. Ja, wechseln sich ab, aber es sieht doch dann ganz gut aus. Die 7-Tage-Prognose für den Westen. Also wie gesagt, heute ist es noch relativ schön. Das ändert sich dann aber ab morgen. Es wird regnerisch. Es wird auch deutlich kühler. Auch im Osten wird es absolut kühler. Wir haben dann wirklich fast dann am Schluss noch 5 Grad. Holt die Jacken raus, die werden auf jeden Fall gebraucht. Und wir kommen nun zu unserer Top-Story des Tages.